Das ist nicht dein Job. Der war gut. Okay. Okay. Also, Jana? Ja. Hallo und willkommen beim Ruma Sports Talk. Heute zu Gast sind 50% der Schweizer Nationalmannschaft, der Damen, für Speedskating, Nadia und Caitlin. Hallo. Hey. Hallo. Wie geht's euch? Gut. Ziemlich gut. Ein bisschen müde. Ja. Ja, wenn man einen ganzen Roadtrip macht. Mhm. Heute Morgen. Mhm. Ja, war lange. Warst du im Flughafen? Genau. Mein Vater. War was los? Fliegt nach Kanada. In die Ferien. Und am Flughafen? War da viel los? Wenig? Nein, wenig. Aber anscheinend geht alles ziemlich lang im Moment. Und dann musste er ziemlich früh dort sein. Okay. Jetzt kommen wir zu dem, was ihr macht, Speedskating. Wie seid ihr zum Speedskating gekommen, Nadia? Ich bin über Inlineskaten zum Speedskaten gekommen. Und halt relativ spät dann gewechselt zum Eisschnelllauf. Durch unseren Coach, der hat mich halt irgendwann mal überredet. Und anscheinend hat er das genau gleiche Nadja gesagt, wie auch mir. Der Satz hat sehr gut funktioniert bei uns beiden. Ja. Super gepasst. Ja. Also ist das seine Masche? Ja, also bei uns hat es gut funktioniert, ja. Willst du sagen, was ich sage? Sag du. Nein, geht um deinen Bruder. Ja. Er hat dann gesagt, ja, weil das war nach Olympia 2018, hat Kaelin mit mir halt im Sommer mal gesprochen, gesagt, ja, also ich soll es halt auch probieren, weil warum auch nicht, wenn es mein kleiner, dicker Bruder schafft. Akzent auf dick. Auf dick, ja. Also nicht mehr. Kein Grund, warum ich es nicht auch schaffen sollte. Und darum, ja. Also wenn der kleine, dicke Bruder schafft, schafft es jeder, oder? Ja, das ist die Aussage. Etwas so, ja. Okay, das ist ein ziemlicher Angriff auf Livio. Ja, ja. Genau. Und mir genau das Gleiche. Ein paar Monate später, oder? Ja. Okay, wie war der Übergang zwischen Inlineskaten und Eisskaten? Hart, weil es ist halt doch was ganz anderes. Der Untergrund ist halt ganz anders. Die Bewegung sieht zwar ähnlich aus, aber es ist halt doch was ganz anderes. Und ich bin jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung, 12, wo man vielleicht Sachen noch einfacher lernt als mit 26, 27. Darum, ja, es war nicht so einfach. Also es ist immer noch nicht einfach, weil ich bin immer noch am Lernen, also... Ja. Caitlin, für dich? Wie ich mit Eisschnelllauf begonnen habe? Ja. Ich habe Eishockey gespielt, mein Vater und mein Bruder haben auch Eishockey gespielt und wenn man von Kanada kommt, dann zieht man, sobald man laufen kann, schon Schlittschuhe an. Und dann, das ist kein Sport, sondern eine Religion. Oder? Ja, genau, ja, so geht das. Und und dann irgendwann mit 12 hat meine Großmutter die Olympischen Spiele geschaut und sie hat mir gesagt, gibt es so eine Kanadierin, die früher auch Eishockey gespielt hat und dann zum Eisschnelllauf gewechselt. Sie hat dann 4 Jahre später 4 oder 5 Goldmedaillen gewonnen an den Olympischen Spielen. Okay. Und da hat meine Großmutter mich angeschaut und mir gesagt, Caitlin, du kannst es auch, du bist schnell, probier mal. Und dann bin ich vom Eishockey. Am Anfang habe ich noch beides gemacht. Und zu einer Zeit habe ich sogar Eiskunstlauf auch noch gemacht. Alle drei gleichzeitig. Das war ganz komisch, weil alle haben einander so wie fertig gemacht. Also die Eishockeyspieler haben mich ausgelacht, weil ich Eiskunstlauf gemacht habe. Die Eisschnellläufer haben gesagt, ah nein, du musst nur Eisschnelllauf machen, das andere ist scheiße. Und die Eiskunstläufer, das war so Synchron-Eiskunstlauf, die waren einfach glücklich, dass sie 10 Personen waren und so an der Schweizer Meisterschaft teilnehmen konnten. Ja, und dann irgendwann dann so mit 16 habe ich mich dann nur noch für Eisschnelllauf entschieden. Okay, und dann, du warst zuerst in Kanada und hast in der Eishockey-Mannschaft gespielt. War das eine reine Mädchenmannschaft oder waren das gemischt? Das war, ich bin in der Schweiz geboren und ich habe dann auch in der Schweiz Eishockey gespielt. Das war zuerst mit den Jungs und dann war ich irgendwann in der U18-Nationalmannschaft. Das war dann nur mit Frauen. Aber zur Zeit, also da gab es nur
Jungs oder gemischte Liga. Ja, weil ich glaube, bis zu einem gewissen Alter spielt es eigentlich keine Rolle. Ja. Dann Jungs und Mädchen zusammenspielen. Oder ich glaube, bis im Fußball auch so bis 12, 13 oder so kann man, hat man gemischte Teams. Und ab da wird dann getrennt zwischen Mädchenmannschaft und Jungmannschaft. Ja, es ging noch, aber dann so mit 14, 15, dann sind gewisse Jungs schon ein bisschen größer und wir haben dann ein paar Übungen, wo man wirklich so, jemand fährt vorbei an der Bande und alle stehen und jeder darf sich dann in die Bande checken. Und das war schon ein bisschen, ja. Vor allem die Jungs haben dann auch richtig Spaß, wenn ein Mädchen vorbeifährt, genau. Die nehmen sich dann nicht zurück. Ich verstehe nicht, warum du Massenstart nicht machst. Ja, das versteht niemand. Vielleicht müsst ihr erklären, warum es beim Massenstart so extrem ist, bevor irgendwelche Insider wirft. Ja, Massenstart ist halt beim Eichendorf das einzige Rennen, wo man halt in einer größeren Gruppe fährt. Und Caitlin mag das irgendwie nicht. Ja, alle dachten, vom Eishockey sollte man das gut können, also ein bisschen mit dem... Man hat da Körperkontakt. Ja, aber das stelle ich mir auch gerade vor, wenn man Eishockey spielt, was eigentlich ein gewalttätiger Sportart ist, dann dürfte es dir doch nicht so schwer fallen, irgendjemand dann, zumindest mal mit einer gewissen, mit dem Körper irgendwo dazwischen zu schieben oder so, das lernt man ja bei Kontaktsportarten. Ja, lernt man ganz gut, aber... Ganz ehrlich, ich habe es noch nie probiert, sagen wir mal so. Als ich meine Pause gemacht habe, gab es Massenstart noch nicht, das ist eher neu. Und damals war es nicht so, da liefen vielleicht 10 Sportler zusammen und jetzt ist es viel bekannter. Ja. Hey, ich habe es einfach noch nie probiert. Ja, hast du noch Zeit. Mal sehen. Letztes Jahr war ein schwieriges Jahr, glaube ich, für alle Sportarten. Mhm. Wie war das bei euch? Wie viele Turniere konnten stattfinden? Was hat dann euer Verband gemacht, um diese ganze Pandemie oder in den Regeln zu bleiben? Mhm. Gab es Turniere letztes Jahr? Und an welchem wart ihr? Wir sind dann im September nach Insel gegangen, wo wir immer trainieren, auch fürs Eis. Und haben uns dann eigentlich normal vorbereitet, weil es zuerst aus, als würde es normal stattfinden, aber im November wurde dann alles gecancelt oder im Oktober irgendwann, weil dann die Zahlen überall wieder hochgingen. Und dann wussten wir eigentlich lange nicht, was so los war, weil sie dann irgendwie, sie wollten eine Bubble organisieren, aber das ging alles ziemlich lang und ich weiß nicht genau, wann wir wussten, dass eine stattfindet. Relativ spät, Dezember wussten wir, dass es dann im Januar eine gibt. Und dann fanden im Januar in Herrenwien in Holland die Europameisterschaften, 2 Weltcups und dann noch die WM statt. Aber das waren die einzigen Rennen auf internationalem Level, die es... In den letzten 16 Monaten, 17 Monaten. Ja. Okay, Herrenwien, wie war das? Das war eine Bubble. Wie war die Bubble für euch? Lange. Wir waren halt, 5 Wochen in dem Hotel und man durfte halt nicht raus, außer für Training und Wettkämpfe. Und ja, sonst... kein Kontakt mit irgendwelchen anderen Leuten war nicht erlaubt. Wir hatten jede Woche einen PCR-Test. War halt Hotelleben ziemlich lange. Aber ganz gut organisiert. Ja, und das stimmt. Auch, also das Hotel war super und Essen war gut. Man musste nichts machen. Also man konnte sich wirklich auf das Training fokussieren, weil jemand kommt und macht das Bett. Man gibt den Sack ab mit der Wäsche. Also man läuft zum Restaurant runter und dort gibt es alles Essen möglich. Also es war wirklich gut organisiert. Ja, das Einzige, was wir geklagt haben, war, dass wir wollten unbedingt mal eine Pizza bestellen. Und da haben wir extra angerufen bei der Reception und sie haben gesagt, nein, Takeaway ist nicht erlaubt. Kein Kontakt außerhalb der Bau. Wir dachten, okay, das wäre das Einzige, das es noch ein bisschen besser gemacht hätte. Ja, aber wie ist es mit den, wenn man Einkauf machen muss oder irgendwas? Das durfte man. Also man konnte auch zur Rezeption gehen und sagen, ich möchte, keine Ahnung, Äpfel und was auch immer. Man was da nicht hat, konnte man machen. Und dann sind sie für dich einkaufen gegangen. Mhm. Man musste ihnen einfach sagen, was man möchte. Okay, aber Takeaway funktioniert nicht. Nee, aber das sie durften, aber... Wir durften nicht, Aber das wäre doch das Gleiche, wenn sie es doch wenn man eine Pizza an der Rezeption abgibt. Also du musst uns nicht davon erzählen, wir haben das schon besprochen. Ich versuche das einfach nur nachvollziehen. Wir haben auch lange Diskussionen darüber geführt, aber es ging nicht anscheinend. Ja. Aber vielleicht auch, weil das Hotel halt nicht wollte, dass alle das Essen plötzlich von woanders und keine Ahnung. Weil wir waren ja nicht bei weitem nicht die Einzigen, die...
weiß ich, die Kanadier haben doch auch mal gesagt, ah, wir würden machen eine richtige Pizza. Einfach oder so. Mal etwas anderes. Ja. Ja, aber ihr seid Sportler, dürft es nicht. Keine Pizza. Mit den vielen Trainern. Nein, ist okay. Okay, Herrenwind, Bubble, wie waren die Turniere an sich? Ja, gut eigentlich. Also ja. Die WM war gut für uns. Mhm. Davor, weil, also ich spreche jetzt für mich war es das, für mich war es schwer am Anfang, mich an das Eis zu gewöhnen, weil ich bin halt auch immer noch neu für den Sport und für mich ist es schwer, mich noch so umzustellen, wenn man auf anderes Eis kommt. Ja, viele wissen nicht, dass Eis ist nicht gleich Eis. Ja, es gibt unterschiedliche Eis. Ja. So rutscht man da nicht nur rum. Ich bin ziemlich rumgerutscht. Nee. Ist nicht rutschig, nass draußen, dann kann man hinfallen. Die Holländer, die haben das Eis halt so präpariert. Ich glaube, es war hart am Anfang. Ja. Und hatten viele Sportler mir am Anfang, sich an das Eis zu gewöhnen. Und je länger man dann da war, desto besser ging es dann eigentlich. Und das war bei uns auch so. Also wir wurden einfach von Woche zu Woche besser. Okay, aber das Ganze findet in Holland statt und da sind holländische Athleten dabei und die haben gewisse Grundvoraussetzungen für ihr Eis und für ihr Training geschaffen. Ist das denn kein Nachteil für alle anderen? Wenn sie dort trainieren, seit September oder definitiv. Wie lange sie dort trainieren? Ja, definitiv. Also sie sind sich das gewöhnt und man hat gesehen, dass die erste Woche war, ich glaube, für die meisten ein bisschen schwieriger und von Woche zu Woche wurden alle anderen Länder immer besser. Ja. Wo die Holländer eher schlechter etwa waren. Gleich oder vielleicht, ja, ich sage jetzt nicht schlecht. Sie waren ja nicht schlecht. Also, die anderen sind einfach näher gekommen auch, weil die Holländer sind halt schon in der Macht im Eisschnelllauf. Ja, man sieht, dass alle sich dann daran gewöhnt haben und angepasst. Aber woran liegt es, dass in Holland der Sport so bekannt ist und in anderen Ländern nicht? Das ist... Gut, du hast ja gewohnt. Eishockey in Kanada, also woher kommt das? Ja, das ist einfach so eingeboren. Ja, aber Eishockey in Kanada gibt das schon für mich Sinn, weil es ist, ich meine, wenn da die meiste Zeit kalt ist oder in den ganz kalten Gegenden oder so, gibt es fast keine Alternativen, eine andere Sportart zu machen. Und deswegen gehen die Leute dann halt auf den See und spielen dann dort Eishockey oder so auf dem Eis im Winter. Und deswegen ergibt es für mich schon Sinn, weil bei uns ist es so, du hast überall einen Sportplatz. Man sieht sie, wenn man 20, 30 Kilometer einfach die Straße entlang fährt, sieht man 3, 4 Sportplätze. Mhm. Und die Kinder sehen das permanent und dann gehen sie dorthin und spielen halt. Ja. Und das wird wahrscheinlich mit Eishockey in Kanada auch sein. Ich weiß nicht, warum, woran das liegt. Also in Holland haben sie ja diese Kanäle überall. Und wenn es genug kalt ist im Winter, dann, also wir haben es ja selber gesehen, weil es wurde ziemlich kalt in der zweiten, dritten Woche. Und dann gehen einfach alle aufs Eis. Also das ist für sie, ich glaube auch, weil es vielleicht nicht mehr so oft so kalt wird. Und dann gehen einfach alle Eislaufen. Ja, in Holland gibt es ja dieses Elfenstocht. Das ist so ein Elfstedt-Docht, genau. Ja, auf jeden Fall, das ist so... Elfstädte. Ja, das ist so ein Rennen durch 11 Städte auf den Kanälen und Flüssen. Und das ist, die hoffen jedes Jahr, dass da alles zufrieren. Das ist ein Riesending und das ist halt schon lange nicht mehr passiert. Aber die hoffen trotzdem, dass es jedes Jahr wird. Die sind einfach so begeistert für den Sport. Alle. Also früher hat wahrscheinlich jemand mal einen Eishockeystock vergessen und dann haben sie alle gedacht, okay, dann halt ohne. Ich denke mal eher, dass sie, keine Ahnung, einfach Schlittschuhlaufen gegangen sind und dann haben gesagt, wir machen jetzt ein Rennen bis zum nächsten Ding. So wie man normalerweise sprintet oder sonst irgendwas. Also ich kenne die Geschichte von Eisschnelllauf gar nicht, aber ich nehme an, es war etwas so. Wahrscheinlich war es etwas so, ja. Wie, ihr kennt die Geschichte von Eisschnelllauf? Also ich bin neu. Du bist neu. Ich bin neu. Du hast ja sogar in Holland gewohnt, du müsstest es wissen. Habe ich nie gefragt. Ah, okay. Okay, der Übergang von Eishockey zu Eisschnelllauf war vermutlich etwas schwer. Auch, dass du niemand umchecken kannst mitten im Rennen. Es war eher langweilig, sagen wir so. Weil man kommt von viel Action und viel Bewegung und ist immer viel los auf dem Eishockeyfeld. Und natürlich, man hat ein Team. Das macht ziemlich viel aus. Und dann gehst du da aufs Eis, ganz alleine, in Schlittschuhen, die viel zu eng sind. Aber die müssen so sein anscheinend. Und Anzügen, die viel zu eng sind. Also wenn man, ja. Aber ja, und dann fährt man einfach im Kreis, Runde nach Runde. Also so schnell wie möglich. Ja, das heißt, eigentlich ein langweiliger Sport. Ja, ja. Gute Werbung für den Sport auf jeden Fall. Nee, aber es ist halt nicht so wie, keine Ahnung, deswegen
normalerweise, also nehmen wir jetzt mal Holland weg, gucken das auch nicht so viele Leute, weil es ist nicht so Action wie ein Fußballspiel oder ein Eishockeyspiel oder... Ja, aber ich glaube, dass es nicht so viele gucken. Es liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht so viele kennen. Mhm. Und deshalb, es gibt immer Leute, die sich für Sachen begeistern lassen. Ich bin einer davon, der sich für jeden Sportart, eigentlich für jede Sportart begeistern kann, wenn ich mehr darüber weiß. Aber wenn ich, wenn ich teilweise keine Informationen dazu nicht mal finden kann, wo man das angucken kann oder welcher Sender das mal zeigt, weil kein Sender zeigt es so wirklich aus, das sind die Olympischen Spiele. Und dann ist es halt, wir haben es vorhin besprochen, wenn deine Nation eine Chance hat, eine Medaille zu holen, dann wird die Werbung dafür gemacht. Man zeigt die Athleten an, die das schaffen können, man zeigt dann die Teams, die das schaffen können, und es wird dann permanent, und es ist dieser Aufbau zu den Olympischen Spielen oder zum Weltcup oder sowas, dann ist der ganze Aufbau schon ganz anders. Ja. Weil dann zeigt man die Athleten, man zeigt sie im Fernsehen, man macht Interviews mit denen, man versucht es alles mal ein bisschen aufzubauen, und dann haben die Leute, wenn sie die Athleten mal kennen und mal eine Verbindung dazu haben, dann spielt es oft mal keine Rolle, was für eine Sportart sie sind. Ich glaube, bei der Fußball-WM zum Beispiel sind ein Haufen Leute, die sich null für Fußball interessieren. Die sitzen vorm Fernseher und gucken sich die Nationalmannschaft an. Ja. Obwohl sie teilweise keine Ahnung haben. Aber sie haben halt diese ganze Werbung, diese Verbindung zu den Spielern haben sie über Wochen oder über Monate aufgebaut, dass die Leute dann sagen, okay, ich kenne den Spieler, ich kenne den und deswegen will ich das gerne gucken. Ja, ich weiß ja, bei Eisschnelllauf ist es auch ein bisschen schwer. Also nehmen wir mal Massenstart, als Livia bei Olympia ja Vierter wurde. Ich weiß ja nicht, da haben mir so viele Leute überhaupt geschrieben, weil sie das Rennen nicht verstanden haben, weil sie gedacht, der war doch jetzt die ganze sogar Zeit... Sogar ich. Ja, stimmt, sogar. Und sie kommen vom Eisherlauf. Und dann so, ja, der war doch jetzt die ganze Zeit vorne, warum, der hat doch jetzt viele Punkte, warum ist er jetzt nicht Erster? Er wurde halt Vierter am Schluss. Das ist einfach, ja, schwer nachzuvollziehen manchmal. Und ich meine, die anderen Rennen, die sind halt alle einzeln, da muss man sich mit den Zeiten auskennen, man muss wissen, was eine gute Rundenzeit ist, und bis man da reinkommt, da habe ich selber ein bisschen gebraucht. Erst als Livio angefangen hat, mit da schneller verbieben, ein bisschen mehr damit. Ja, und auch Eltern, also ich weiß nicht, wie deine sind, aber meine, wenn sie zugucken, dann schauen sie auf die Tafel und denken so, ja, ich denke, das war gut. Also das ja, ist so, dann kommt die Endzeit und dann war sie so, ah, oh, sie wollte doch diese Zeit, aber war doch nicht so gut. Aber die Rundenzeiten und so, das Ganze, sie haben keine Ahnung. Ja. Also ja, das ist schon schwierig. Ja, aber das ist ja, ich finde, das ist ja auch der Auftrag von dem ganzen Sport. Also, ich meine, ich weiß nicht, inwiefern sie dann wirklich, ich glaube, jeder Verband will nach oben gehen mit ihren Zahlen, mit ihren Einschaltquoten und mit dem Medialen, halt mit der Aufmerksamkeit von den Medien. Ich glaube, jeder Verband will irgendwie nach oben, aber ich sage, da müssen sie halt einen besseren Job machen, indem sie einfach die Leute auch den erklären, was da eigentlich vor sich geht. Es geht da, glaube ich, in dem Podcast von I'm an Athlete, super Podcast übrigens, und da haben sie über Frauenfußball geredet und Männerfußball, also in der MLS, nicht mal weltweit, sondern nur in der MLS, und die haben gesagt, die männlichen Sportarten haben bessere Kommentatoren, es ist viel mehr Geld drin, sie haben bessere Kommentatoren, sie haben bessere Fitnessstudios, weil da einfach mehr Geld drin ist. Und sie haben bessere Kamerateams drumherum, die das alles filmen, die aus besseren Winkeln alles verfolgen. Ja. Und das wird einfach viel besser präsentiert. Und dann interessiert es die Leute auch viel mehr, weil man sieht es überall. Ja. Das, und die Qualität ist einfach das höher. Das Problem hat Frauen Eisschnelllauf jetzt in dem Sinn nicht, weil wir kriegen dieselben Fernsehzeiten, man hat die gleichen Voraussetzungen, gefilmt werden wir genau gleich wie die Männer. Also das ist eher... alle Nationen gegen Holland im Vergleich zu Frauen und Männern. Also Holland sind die Männer, oder dort wird es überall gezeigt, und alle anderen Nationen. Also was das anbelangt, haben wir schon Chancengleichheit, würde ich sagen, weil wir haben Zugang zu den gleichen Facilities, also wir können genauso gleich den Kraftraum benutzen wie die Männer. Also von dem her hat Frauen und Männer Eisschnelllauf jetzt, glaube ich, ich glaube auch nicht, dass die Einschaltquoten, da gibt es genauso Frauenstars wie Männerstars. Nehmen wir jetzt mal Holland, wo halt das echt viel im Fernsehen gezeigt wird, da sind die Frauen genauso, die sind die Leute genauso begeistert von einer guten holländischen Eisschnellläuferin wie von den Männern, würde ich jetzt sagen. Okay, es gibt auch Teamveranstaltungen, aber das hatte ich mit Livio mal besprochen, es ist ein bisschen, ich stelle es mir ziemlich schwer vor, wie man in einer Einzelsportart ein Team bilden muss, um dann in dem Team zu agieren. Ich stelle das mir ziemlich problematisch an. Es ist schwer, weil
ja, am Schluss zählen die Einzelresultate und dann, wenn wir, weil wir machen Team Pursuit zusammen und wenn man da muss man sich aber auch plötzlich wieder finden, zusammen und als Team agieren und das hat schon seine Schwierigkeiten manchmal. Mhm. Vor allem, weil wir uns auch noch nicht, wir trainieren jetzt nicht so lange zusammen und jeder von uns läuft auch unterschiedlich von den Laufstilen her und sich da zu finden ist schon eine Herausforderung. Frag mal Kellen. Ja. Aber wie soll ich mir das vorstellen, dass jeder unterschiedlich läuft? Weil ihr habt alle denselben Trainer, das heißt, er wird euch irgendwo versuchen, dieselbe Technik beizubringen, dass alle zumindest mal auf einem Level sind, was die Technik angeht, was dann Kraft oder Ausdauer angeht, das ist mal eine andere Sache. Aber ich sage, wenn es nur um Technik geht, weil man wird wahrscheinlich von Nation zu Nation ein bisschen einen anderen Stil sehen, wer wie läuft oder wie die Technik ist. Das ist in jeder Sportart so. Man sieht einen Einfluss auf Spanien oder aus Kanada oder was auch immer. Aber das, wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr alle unterschiedlich läuft? Wie kommt es zustande? Also ich denke, wenn man uns so von außen anschaut, dann merkt man das gar nicht so. Zum Beispiel eine aus England hat uns gesagt, oh, ihr läuft alle genau gleich. Und wir haben alle gedacht, nein, überhaupt nicht. Aber wenn man uns von außen anschaut, dann könnte man schon sagen, dass wir eher ähnlich laufen. Da sieht man wieder vom Trainer aus genau diese technische Anweisungen. Ja, genau. Das ist, aber sonst, wenn wir unter uns sind und hintereinander laufen, dann sieht man schon den Unterschied. Also es gibt dann schon mal so Sachen, ach, ich kann nicht hinter dir laufen, ja, was machst du denn? Also es ist schon mal, du hast zu lange Beine, also ich kann nicht hinter dir laufen. Geht, und dann sagt man, du hast zu kurze Beine, was machst du denn? Ja, aber was genau? Also es geht ja um die Abfolge der Füße, oder? Wie sie sich bewegen, wenn man läuft. Und das, ich keine Ahnung, das geht mir irgendwie nicht in den Kopf, wie man das so unterschiedlich ist, dass man sich gegenseitig behindert. Das verstehe ich schon, wenn jemand zu nah dran ist oder zu weit weg. Oder. Ja, aber also ich habe auch schon Nadja behindert. Und Weltmeisterschaft. Jedes Rennen. Fast in Kellen reingefahren. Ja, zu nahe dran. Ja. Aber das hat wie kann man das am besten beschreiben? Das hat wirklich mit dem Laufstil auch zu tun. Ja, und jeder von uns hat einen anderen Hintergrund. Nadja kommt vom Inlineskaten, ich komme vielleicht vom Eishockey, habe auch schon länger Eisschnelllauf gemacht. Vielleicht habe ich dadurch, je nachdem hinter wem, dass man läuft, man beginnt diese Person vor einem zu spiegeln, ja, das, was das Sinn macht. Also desto mehr, dass wir zusammen trainieren, dann wird es auch einfacher, uns zu finden und einander zu spiegeln. Dann werden wir mehr und mehr ein Team sozusagen, also ähnlich. Ich glaube, für uns war es fast am einfach hintereinander zu laufen, weil wir auch vom Körpertyp ein bisschen ähnlich sind. Weil die anderen zwei, die noch im Team Beinlänge. Sind, die sind größer und die haben auch längere Beine. Und ich hatte auch manchmal Mühe, weil die eine lange Beine hat und wenn ich hinter ihr war, so, okay. Es war einfach ganz anders, wie ich natürlich laufen würde. Aber es ist etwas, das man lernen muss. Man kann sich nie, nicht aussuchen, hinter wen man laufen kann, weil schlussendlich ist es eine Trainerentscheidung und das muss man lernen, muss damit klarkommen. Okay, aber die Balance muss der Trainer dann finden. Oder er sieht euch ja permanent im Training und deswegen muss er dann entscheiden. Er sieht es wirklich. Also wir haben einen Testlauf gemacht und dann hat er gesagt, es sieht gut aus, wenn ihr hintereinander läuft. Also so ich hinter Nadja zum Beispiel. Und das ist der Vorteil, wenn man einen Trainer hat, der solche Dinge sehen kann, weil sonst würde er uns einfach irgendwie zusammenmixen, aber er sieht wirklich, das haben wir auch gefühlt oder gespürt, dass es gut, sich gut anfühlt hintereinander und er sieht das dann auch und dann macht es schon. Ja, aber dieses Gefühl vom Selbstbewusstsein ist im Sport sehr wichtig, wenn man also es gibt verschiedene Arten von Sportlern, wie sie trainieren oder es gibt viele, die trainieren dann bis zum Umfallen tatsächlich, dass sie dann dieses Gefühl von Selbstbewusstsein bekommen, dass sie sagen, okay, ich habe alles jetzt dafür getan, dass ich dann am Ende beim Turnier oder so, jetzt fühle ich mich, weil das Training war so übel, dann ist diese Turniere sind dann wie Erholung, weil dann jetzt kann ich endlich in den Wettbewerb rein, jetzt kann ich gegen alle anderen und das, was ich trainiert habe, das zeige ich denen jetzt allen. Und es gibt andere, die trainieren einfach die ganze Zeit und trainieren Halbgas und dann Kraft zu sparen für dieses Turnier und sagen, jetzt gebe ich dann alles, was ich habe. Ich weiß nicht, es gibt viele verschiedene Arten und Weisen. Wie ist es bei euch?
Trainiert ihr bis zum Umfallen, oder? Für Selbstvertrauen spezifisch, oder? Also ja. Ich glaube, Selbstvertrauen kommt davon, wenn man weiß, dass man wirklich alles gemacht hat, was man kann zur Vorbereitung. Das heißt, man ist an diesem Punkt gekommen und dann ist man so sicher, dass man das genau wieder abrufen kann. Das ist für mich Selbstvertrauen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich bis zum Umfallen, also ich glaube, ich habe einmal in Salt Lake, musste ich erbrechen nach dem Training, das war vielleicht noch mit der Höhe und so, aber das war vielleicht das Maximum für mich. Ja, ich glaube, bei mir ist es so, dass es gibt mir einfach Selbstvertrauen, wenn ich in den Training alles gebe und dann weiß ich, okay, wenn auch ein Training gut läuft, dann weiß ich, okay, ich habe alles dafür gemacht und das Training ist gut gelaufen, es gibt keinen Grund, warum ich jetzt nicht gut sein sollte im Wettkampf. Aber ich meine jetzt zum Beispiel bei der WM auf die Vorbereitung, ich meine, da hat unser Trainer uns schon manchmal den Kopf gewaschen und das war in dem Moment voll hart, aber es hat uns danach auch besser gemacht, alles zu geben und er hat gesagt, ihr müsst euch konzentrieren und ihr könnt, es war nicht so einfach, weil es war halt ein Rennen, dass man muss auf die anderen gucken, man muss auf sich Rücksicht nehmen auch und man muss wissen, wo die Stärken und die Schwächen von den anderen liegen. Und wir sind 4 Athletinnen, also wir waren dort in dieser Bubble, waren wir 4 Schweizerinnen und wir wussten, dass nur 3 laufen werden. Ja, das war. Ja, das ist jedes Mal eine schwierige Entscheidung. Ich kann mir das gut vorstellen. Frauen sind ein bisschen emotional, also dann. Aber das glaube ich nicht, weil es ist nicht nur bei den Frauen, aber es ist allgemein auch Wenn ich zu Fußball rüber switch, also bei uns in der Mannschaft, es gibt, wenn man eine Mannschaft ist, gibt es halt 11 Plätze. Genau. Und wenn du dann 20 Leute hast, dann... Das kennt man im Teamsport, ja. Im Fußball, das kennt man. Das weiß man, okay, es kann auch heute sein, dass ich einfach mal auf der Bank sitzen muss. Aber im Eisschnelllauf kennt man das nicht so. Und vor allem für Leute, die nicht mit Teamsport aufgewachsen sind, das ist ziemlich hart. Dann denkt man, nein, ich sollte laufen. Jeder möchte laufen. Natürlich, ja. Das ist auch verständlich, finde ich. Und dann, aber es gibt halt dann so kleine Kämpfe im Training manchmal, die hatten wir auch. So. Yeah. Und dann hat die eine die andere ein bisschen schlecht aussehen lassen. Das geht halt manchmal. Und dann, aber ja. Ja, das gehört ja, aber dazu. Ich meine, im Endeffekt kann man ja anhand der Rundenzeiten entscheiden, oder? Wer die besten 3 sind. Nicht unbedingt. Also sagen wir, wir haben so Trainings gemacht, keine Ahnung, da hat ich zum Beispiel die ersten 3 Runden gemacht und dann Katie die nächsten 2 und dann mussten wir danach wieder hinten an. Und wir schieben ja einander. Also wenn jetzt Nadja schiebt und ich denke, ich will nicht, dass Nadja im Wettkampf dabei ist, ein bisschen weniger. Dann schiebe ich sie nicht so, dann mache ich vielleicht so oder gar nicht oder so. Einfach, dass sie vielleicht ein bisschen langsamer ist. Und wenn ich sie voll schieben würde, dann sieht sie super aus, dann komme ich dran das nächste Mal und dann bin ich tot. Dann schieben sie mich nicht mehr. Also weißt du, das und dann fliegst du raus aus dann dem, bin ich raus. Aus dem Trio. Ja. Genau. Aber ich meine, das ist ja nicht so, dass Kellen diese Spiele nicht kennen wird. Und der hat uns auch den Kopf gewaschen schon mal. Und ihr seid ein Team. Ja. Müsst alle schieben, alle gleich. Aber für uns war das halt auch neu, weil das war das erste Mal, dass wir halt auch... Und wir sind alle etwa gleich gut. Also ja. Es gibt nicht, ist nicht jemand, der... überragend ist oder so, wir sind alle etwa gleich gut. Also, es könnte dann das ist eine schlechte Werbung für euch, du musst sagen, ihr seid alle überragend. Nicht, dass irgendjemand nicht überragend ist, sondern wir sind alle überragend und wir werden gewinnen und dann gibt es niemanden, der schlecht ist oder so. Du kannst nicht anfangen mit, es gibt nur eine, die nicht so gut ist und nicht mitmachen darf. Okay. Ja. Ja, weißt du, man muss sein Team auch ein bisschen besser dastehen lassen. Ich würde auch nie sagen, ja, mein Team ist schlecht. Ja. Vielleicht manchmal, aber... Wir haben die Deutschen geschlagen. Ja. Darauf seid ihr stolz. Entschuldigung, Deutsche. Ja, da war ja auch Claudia Pechstein dabei. Ja. Okay, das war, glaube ich, eine Rivalität an dem World Cup. Weil wir am nächsten dran waren. Ja. Okay, und dann seid ihr 7. Ja. Ja, an der WM haben wir sie dann geschlagen. Der 7. und die Deutschen wurden dann 8. Ja. Das ist das beste Ergebnis der Schweizer Damen. Ja, es war eh das erste, weil es gab davor vor uns noch nie ein Damen-Team Pursuit. Also du musst wissen, früher gab es gar keine Schweizer Eisschnellläufer. Also ich war die Einzige. Es gab kein Team, es gab nichts. Wir reden aber nicht über einen langen Zeitraum, wir reden über 10 Jahre. Ja, genau. Vor 10 Jahren. Wir reden nicht über Nein. 30, 40 Jahre. Es gab nicht einmal einen richtigen Verband. Also es war wirklich komisch. Und
das war der Grund, wieso ich überhaupt wieder angefangen habe, weil plötzlich gibt es da 4, 5 Frauen und ein ganzes Schweizer Team und 3 Trainer. Also es hat sich sehr viel fortbewegt in diesen 10 Jahren, aber ja, plötzlich gibt es ein Team und das ist schon... Das hat ja viel zu tun mit Livios Erfolg bei Olympia, weil dann bekam der Verband mehr Geld und mehr Unterstützung und deswegen konnte der Verband auch Trainer einstellen. Ja, aber da sind wir wieder bei der Eingangsfrage mit, je mehr Augen sich auf den Sport richten, desto mehr Geld ist im Endeffekt drin und je mehr Geld da drin ist, desto professioneller wird alles und dann... Desto mehr Erfolg. Und mehr Erfolg und dann kommen wiederum noch mehr Augen dazu. Ja. Und das ist ja ein Kreislauf. Das haben ja andere Sportarten ja über teilweise ein Jahrhundert aufgebaut. Mhm. Also wenn man die NFL anguckt, die gibt es seit 100 Jahren, 102 Jahren jetzt. Mhm. Fußball gibt es seit 100 Jahren. Und das sind ja Sportarten, die gibt es seit Ewigkeiten. Mhm. Und die haben auch so angefangen, die haben am Anfang auch, da gab es einen Haufen Spieler, die haben kein Geld gemacht und die haben oder nur ein geringes Einkommen. Ich glaube, wir hatten mal das Thema, dass vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren im Fußball die Gehälter nicht so waren wie jetzt. Ja. Ich sage, im Fußball waren es immer noch hohe Gehälter, für ein Verhältnis von Profisportlern waren es immer noch sehr hohe Gehälter, aber nicht in dem Ausmaß, in dem es jetzt gerade ist, weil jetzt kriegen sie ja sich viel. Ich meine, Messi, sein Vertrag, 4 Jahre, 550 Millionen, ich weiß ein nicht. Ein bisschen mehr. Ja, davon können wir nur träumen, leider. Nein, nicht einmal träumen. Nicht mal träumen. Ja, aber das ist ja, davon können die meisten Sportarten träumen. Es ist nicht so, könnte wahrscheinlich einen ganzen Verband, mit seinem Gehalt könnte einen ganzen Verband finanzieren über 4 Jahre zu Olympia. Also wenn er Lust hätte mit seinem Gehalt, könnte er irgendeine Sportart nehmen und würde sagen, okay, gut. Rufen wir den mal an. Ja, probiert's mal. Ja. Vielleicht hat er Lust mit seinen 200 Millionen Followern auf Instagram, also kann er wahrscheinlich auch noch ein paar Augen drauf bekommen. Aber ich meine, bei uns ist jetzt, wer kommt durch nur mit seinem Sport verdient? Livio und Ramona vielleicht. Ne? Ja. Die haben ein bisschen Unterstützung. Ja. Aber dazu muss man sagen, die sind bei der Schweizer Armee? Ja, genau. Olli noch und Christian. Ja, auch. Ja. Also die sind dann über die Schweizer Armee eingestellt als Sportler und die werden dann unterstützt. Ja, das ist so einer der wenigen Wege in der Schweiz, wie man ein bisschen Unterstützung bekommt, wenn man über die Armee geht. Aber ich glaube, bei den Olympischen Spielen, auch die Deutschen sind über die Polizei und die Bundeswehr, glaube ich. Ja. Aber da werden viel mehr aufgenommen. Auch da gibt es ja die Bundespolizei und dann gibt es ja noch die Landespolizei und dann das Heer. Und es gibt ja viel mehr Pole auch und das gibt es bei uns nicht. Also es gibt auch viel mehr Menschen in Deutschland. Ja, ich meine, sehen wir Livio, der ist ja Sportsoldat jetzt und da werden 15, glaube ich, aufgenommen. Winter und Sommer. Ich glaube, also 15 pro, also 30 insgesamt, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also aber es ist jetzt nicht gerade viel und wir sind jetzt mal 8 Millionen in der Schweiz. Das ist jetzt nicht gerade viel. Ja, das scheint so. Aber 15, das stelle ich mir echt wenig vor. Ich meine, gut, die Frage ist, wie ist die Kapazität der Schweizer Armee allgemein? Wie groß ist sie oder... Also ich meine, gibt es das Schweizer Militär nicht? Ich meine, das ist ich meine, die Schweizer sind immer neutral. Was brauchen die eine Armee? Also. Aber trotzdem müssen die, es ist halt Pflicht in der Schweiz noch. Also die Männer müssen theoretisch ab 18. Die haben also noch einen Wehrdienst? Wehrdienst, ja, 18. Und 18 muss man hingehen? Okay, das ist interessant. Ich glaube, fast überall auf der Welt wurde es abgeschafft. Tja, und vielleicht könnte die Schweiz wird vielleicht angegriffen lassen. Von wem? You gotta be ready. Von den Deutschen angegriffen. Von den Deutschen angegriffen. Oh mein Gott, nein, lieber nicht. Okay, gehen wir mal weg. Der achte Platz in Holland. Nein. Der siebte Platz. Danke. Verzeihung. Deutschland geschlagen, Deutschland war Achter. Siebter Platz für die Schweizer Nationalmädels. Und was ist das nächste Ziel? Olympia. Qualifikation. Mhm. Olympia 2022. Mhm. Ist das im nächsten Jahr im Winter? Februar, ja. Ist in... das ist Sommer in Peking. In Peking, okay. Was müssen wir machen, um da hinzukommen? Trainieren. Ja. Also es qualifizieren sich nur 8. Okay. Also das ist schon schwierig. Ja. Aber ihr wart die... Wir waren 17. 17, aber es haben ein paar Nationen gefehlt. Ja. Wegen Corona dieses Jahr. Also
theoretisch könnte es bis zu, was haben wir ausgerechnet? Ich glaube 15 Mannschaften am Start sein. Und bei den Weltcups, und dann muss man dort die 8 schnellste Zeit laufen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir uns qualifiziert. Also die World Cups sind jetzt im nächsten Winter, der nächsten Winterperiode, also Herbst, Oktober, November. Genau, ja. Und dann müsst ihr die Zeiten laufen, damit ihr euch für Olympia dann im Februar qualifiziert. Ja. Okay. Mhm. Und man kann doch bestimmt irgendwelche Zeiten sehen, die ihr erreichen müsst, um dann in den mehr oder weniger müssen wir etwa unter 3 Minuten. 6 Sekunden. Ja, wir müssen ungefähr noch 6-7 Sekunden schneller werden. Wie also schaffen wir das? Eine Sekunde pro Runde. 6 Runden? 6 Sekunden? Ja. Ja. Das ist das Ziel. Aber wie spart man jetzt eine Sekunde ein? Ist es eine körperliche Sache, dass man jetzt stärker werden muss oder beziehungsweise schneller? Oder ist es eher eine taktische Sache, die man ändern kann? Ich meine, 6 Sekunden ist nicht viel. Also für mich jetzt, weil 6 Sekunden schnell rumgeht. Für jemanden, der eine ganze Runde, wo es um Zehntel und Hundertstel geht, ist es natürlich jede Menge. Ja. Aber wie kriegen wir das? Also im Eisschnell laufen 6 Runden, 6 Sekunden. Welten ziemlich wahrscheinlich. Ziemlich viel, ja. Aber wenn man guckt, ich meine, bei unserem ersten Rennen, was hatten wir? 12. Also das heißt, wir sind 6 Sekunden schneller geworden von unserem ersten Rennen zu der WM dann. Mhm. Und nur indem wir sind mehr zusammen gelaufen, wir haben uns besser abgestimmt, wir haben uns mehr an das Eis gewöhnt im Verlauf der Wochen, die wir da waren. Mhm. Ja. Ja, alles einfach ein bisschen verbessert. Und jetzt, wenn wir im Sommer dann alle gut durchtrainieren, dann sind wir alle physisch noch viel besser und dann sollte es hoffentlich kein Problem sein. Nein, wir schaffen das. es gibt kein hoffentlich, wir schaffen das. Die nächste Frage ist, jetzt seid ihr auf den Inlineskates über den Sommer. Mhm. Finden da Turniere statt? Gibt es irgendwas? Es gibt, ich glaube, sie wollen... Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Europameisterschaft jetzt im Juli durchführen wollen. WM ist im September in Kolumbien, aber weil wir uns auf Olympia konzentrieren, ist für uns eigentlich unwichtig in diesem Jahr. Wir gehen auch aufs Eis im Sommer dieses Jahr. Also. Okay, aber ich meine, jetzt seid ihr auf dem Eis und das ist euer Hauptding, was ihr eigentlich erreichen wollt. Wie wichtig ist dann Inlineskaten tatsächlich? Also zwischen den... Ich meine, gibt es keine Möglichkeit, das ganze Jahr über auf dem Eis zu bleiben? Das wäre schön. Jemand mag Inlineskaten nicht so sehr. Ja, man kriegt das so ein weiß. Wir haben da kein Ehren. Also für mich ist es ein Trainingstool, sagen wir mal so, um das Gleiche, was ich auf dem Eis machen würde, auf den Skates zu machen. Für sie ist es alle ihre Leidenschaft. Sie, wenn ich jetzt würde Eishockey den ganzen Sommer spielen, dann wäre ich auch glücklich. Und ja, für sie ist es schon ein bisschen, macht mehr Spaß als auf dem Eis, denke ich jetzt. Ja, aber Inlineskaten ist halt schon zweite Priorität geworden, weil dadurch, dass ich mit Eisschnelllauf angefangen habe, hat sich auch der Fokus verändert bei mir. Also es ist halt Olympia und da ist halt, ob ich jetzt ein Inline-Rennen machen kann oder nicht. Ist schade, weil ich vermisse es auch, aber durch das ganze Corona hatten wir letztes Jahr keine Wettkämpfe und diesen Sommer sieht es jetzt auch nicht so viel besser aus. Also ist halt einfach so. Aber momentan ist Inlineskaten einfach Training. Okay. Und ja, es ergibt auch Sinn. Also ich meine, wenn man als Sportler in die Olympischen Spiele gehen kann, ist es... Traum wird wahr, wenn man dort irgendwas gewinnt, erst recht. Mhm. Und deswegen, ich verstehe das voll und ganz. Mhm. Aber gut, Inlineskaten, ob man da jetzt in der Welt rumfliegen muss und dann irgendwelche Turniere, geschweige denn, man weiß nie, ob was passieren kann oder nicht. Mhm. Ist halt auch ein Risiko. Man weiß halt immer noch nicht genau, wenn man Corona kriegt, wie sich es auf den Körper auswirkt. Weil wir haben auch von Eisschnellläufern gehört, die halt Corona hatten und man so halt so ein bisschen gesehen hat, die ein bisschen Mühe hatten, wieder zurückzukommen. Und man hört es aber auch von anderen Sportlern, also die halt auch zum Teil Mühe hatten, nachdem sie Corona hatten. Nicht alle, aber es kann es halt geben. Ja, die Langzeit-Corona, wo man nicht genau weiß, was es mit einem macht. Ich glaube, dass in der NFL gab es, glaube ich, einen.
der richtig Probleme hatte. Ich habe Cam Newton von Patriots, der Quarterback, der hatte, glaube ich, Corona für eine Woche und der konnte aber danach nicht mehr wirklich in die Saison reinkommen. Also er hat gespielt, aber man hat ihm angesehen, er ist nicht der gleiche Spieler, was er die 3 Wochen davor war. Und der hat unglaubliche Mühe gehabt. Irgendwie. Ja, ich glaube, wenn man halt Sportler ist, man merkt es halt noch viel mehr, wenn der eigene Körper nicht so mitspielt, wie er eigentlich sollte. Selbst wenn man vielleicht nicht das schlimme Langzeit-Corona hat, aber wenn man halt Mühe hat, sich für 3-4 Wochen zu erholen und nicht, dann verliert man auch viel Training und ja, wenn der Körper nicht mitspielt, wie er sollte, das ist halt... So der Beruf, der Körper ist ein Teil. Und deshalb Ja, vermeiden wir momentan auch unnötige Reisen und unnötiges Risiko. Ja, das ergibt ja Sinn. Das, ich meine, die Olympia ist bald. Ist nicht mal, ist unter einem Jahr, 7 Monate, 8 Monate. Und davor sind die World Cups, darauf müsst ihr ziemlich bereit sein. Genau. Und ja, hoffen wir mal das Beste. Ja. Aber... Nein. Nein, die Frage ist halt, wie kommt man jetzt auf diesen Punkt? Wann geht ihr wieder aufs Eis? Wie lange bleibt ihr jetzt hier? Also auf den Inlineskates? Hat der Coach das kommuniziert schon? Was wir denken, ist, dass wir im Juli 3 Wochen dann aufs Eis gehen in Insel und dann sind wir wieder hier. Für etwa einen Monat und dann September schon wieder aufs Eis. Na, okay. Ja. Ja, das ist ja auch bald. Ja, ist auch schon bald. Aber die Frage, die habe ich auch, glaube ich, Livio gestellt und ich habe nicht wirklich eine Antwort dafür bekommen, aber diese Umstellung von Inline auf die Schlittschuhe, ich stelle es mir relativ schwierig vor. Aber wie schwer ist das für euch, wenn ihr einfach mitten in einem Inline-Training dann für 3 Wochen aufs Eis geht? Oder andersrum, glaube ich, im Winter macht ihr das auch so, dass ihr dann vom Eis mal für 2-3 Wochen oder so auf die Inlines geht. Wie schwer ist das? Für mich, ich glaube, nicht so schwierig. Ich habe früher ab und zu Samstag und Sonntags von 3 verschiedenen Kufen hin und her gewechselt. Also schnell auf Eis, okay, das sind ja alles andere Kufen. Und dann gewöhnt man sich an diese Umstellung. Und ich glaube auch für die meisten von unserem Team, man gewöhnt sich ziemlich schnell an den Wechsel. Desto öfter. Je mehr man wechselt, desto mehr gewöhnt man sich an den Wechsel. Ja, für Livio ist das, glaube ich, kein Problem. Ja, ich glaube, wenn Livio wechselt, das ist so ein, 2 Training. Ich brauche schon noch länger, weil eben ich mache es noch nicht so lange und deswegen braucht es bei mir schon ein bisschen. Aber je öfter man es macht, desto einfacher wird der Wechsel auch. Ja. Okay, da Olympia bald ansteht, habt ihr ein Projekt am Laufen. Und was ist dieses Projekt und wie kann man das finden? Jetzt haben wir keine Karte dabei. Wir haben einen Flyer. Ja, vielleicht ist es. Ja, dadurch, dass wir halt wirklich auch nicht, weil wir halt eine Randsportart sind in der Schweiz und nicht sehr viel Unterstützung kriegen und wir halt wirklich sehr viel selber bezahlen müssen, haben wir so, das heißt I Believe in You, ein Projekt gemacht, wo man uns auf unserem Weg zu hoffentlich Olympia unterstützen kann. Ja. Da kann man auch was kann man dann Gegenleistungen kriegen? Geht, wenn man möchte, ja. Man kann auch ein Logo auf unserem Bein, also falls du Interesse hast für dein Ruma-Logo, kennen wir es genau hier. Auf jedem Foto. Ja. Das Stirn mit so einem Haarband oder sowas. Ja. Also das könnte man machen. Auf der Kappe. Würde es sogar gut aussehen. Bestimmt, das glaube ich auch. Ja, oder man kann einen Inline-Kurs sozusagen kaufen. Was kann man noch? Autogrammkarte? Ja, genau. Autogrammkarten. Ja, so, es gibt keine kleine Gegenleistungen dafür. Also ihr seid 4 Mädels. Genau. Braucht ihr so Unterstützung von, das ist so sowas wie GoFundMe? Ja, genau. Ja, es ist genau. Crowdfunding. Das ist Crowdfunding und das heißt I Believe in You, die Homepage. Schaut mal rein, die haben ein sehr cooles Video gemacht, cooles Trainingsvideo. Hier in Geisingen gefilmt. Ja, ja, und hoffentlich kommt da was zusammen, auch als Unterstützung. Das ist, glaube ich, eine coole Sache. Alle, die das möchten. Ja, Jana kann das bestimmt einblenden. Ja. Das wird sie machen. Ja. Danke. Ja, okay, dann ich danke euch, dass ihr euren freien Tag mit uns verbringt. Cool, hat Spaß gemacht, die Einladung. Und für die Leute da draußen, die es angucken, gerne auch abonnieren und ein Like da lassen. Vielen Dank. Tschö, bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Das war ein Scheißklatsch. Ist egal. Probier nochmal. Ja, best.